Der Herr sagt: Entkommt in das Haus des Vaters, schaut nicht zurück. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Dezember 2010 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Versammlung. Für die kleine Herde des Herrn und für all jene, welche Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Lernt die Lektion von Lot und seiner Frau. Sie ist einfach, doch sie spricht davon, was kommen wird und geschehen muss. Denn jene, die ich aus einem Ort herausgerufen habe, sollen auf keinen Fall dorthin zurückkehren, noch sollen sie zurückblicken. Sie sollen weitergehen in Richtung Sicherheit, mit ihren Augen auf das Ziel fixiert, und sie sollen immer in Übereinstimmung mit dem Geist wandeln. Sie sollen ohne Unterbruch beten und immer meine Führung beachten und auf meine Stimme hören. Ich sage euch die Wahrheit, da sind viele, die versuchen werden, dem kommenden Zorn zu entkommen. Doch sie werden auf keinen Fall entkommen, denn diese Welt ist verurteilt. Schaut, viele werden stehen bleiben und zurückblicken, und ihre Herzen werden sie vor Angst im Stich lassen, aufgrund der heftigen Empörung des Herrn, die in seinem Zorn ausgegossen wird. Denn es wurden Katastrophen gegen die Städte der Menschen beabsichtigt, gegen jede Stadt in jedem Land, gegen jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk und jede Nation. Und wie ich es gegen die Städte der Menschen beabsichtigt habe, genauso werde ich es auch gegen die Kirchen der Menschen bringen, gegen jede Konfession, jeder Religion, in jeder Nation und in jedem Winkel dieser Welt. Keine verschmutzte Zufluchtsstätte soll mehr vor meinem Antlitz stehen, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich werde meinen Ruhm nicht teilen. Denn es gibt nur ein Heiligtum, in welchem mein Volk Zuflucht finden soll. Ein sicherer Unterschlupf vor der Hitze des Tages. Gesegnet sind deshalb all jene, die ihn komplett umarmen und sich bemühen, immer in seinen Wegen zu wandeln. Sie werden unter dem Schatten seiner heilenden Flügel verborgen und hochgehoben werden, sagt der Herr, euer Gott.